Wir fangen dann mal soweit an. Und zwar wollen wir euch heute ein bisschen was zu dem Framework Anger erzählen und vor allem zu dem konkreten Thema symbolische Ausführung und wie man damit sozusagen interaktiv debuggen kann, aber ohne einen konkreten Programmablauf zu verfolgen. So, unser Hintergrund, ich persönlich mache Security Research bei ENW Research aus Heidelberg. Ja, ich mache automatisierte Programmanalyse beim Fraunhofer SIT. Beim Fraunhofer SIT. Und wir sind beide Teil des CTF-Teams Wizards of DOS, die auch hier gerade das CTF veranstalten. Ich sehe bedenklich viele hier im Talk sitzen. Wenn jetzt was kaputt geht, haben wir Pech. Für weitere Fragen nach dem Talk erreicht ihr uns auch auf Twitter, im Zweifelsfall. Und ja, die Agenda für heute sieht in etwa so aus. Zuerst ein bisschen Hintergründe zu Binary Analysis. Was sind die typischen Anforderungen? Wie ist die Reihenfolge, in der meistens vorgegangen wird? Was sind die Ziele, die konkret erreicht werden wollen? Und dann ein bisschen theoretische Hintergründe zu symbolischer Programmanalyse. Danach werden wir das Anger Framework erklären, was diesen Use Case unterstützt. Und die einzelnen Komponenten werden ein bisschen angerissen, um zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten und welche Rolle sie spielen. Und am Ende werden wir noch unser selbstgebautes Plugin vorstellen. VOG, Volume plus plus, geht das? Test, Test. Besser? Okay. Ich spare mir jetzt trotzdem mal das Wiederholen. Es steht auf der Slide. Binary Analysis. Was will man da machen? Die Idee ist, man hat ein Programm, was nur in Binärform vorliegt. Also man hat keinen Zugriff auf den Source Code. Und man möchte jetzt zum Beispiel wissen, was tut dieses Programm? Hat es Schwachstellen? Finden sensible Datenflüsse statt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Android-App habe und die will Zugriff auf meinen Kalender, bleiben die Daten auf meinem Gerät oder gehen sie ins Internet und wie gehen sie ins Internet? Und das kann man sehr viel leichter für Anwendungen machen, wo man den Quelltext hat. Für die Fälle, die wir hier betrachten wollen, ist dies nicht der Fall. Grundsätzlich gibt es dafür 2 bis 3, je nach Interpretation, Ansätze. Der erste ist der dynamische, den die meisten sicher kennen, in Form von zum Beispiel Debugging oder Testing oder Fuzzing. Und in diesem Fall wird das eigentliche Programm ausgeführt auf einem Prozessor und man versucht, einzelne Cases irgendwie zu verfolgen und darüber etwas über das Programm hinaus herauszufinden. Der andere Ansatz ist statisch, indem man das Programm nicht direkt ausführt, sondern disassembled und mehrere Schritte durchführt, zum Beispiel einen Control-Flow-Graphen erstellt. Und bei compiletem C-Code kann man auch sehr gut mit moderneren Tools decompilen, also pseudo-äquivalenten C-Code wiederherstellen und darüber leichter Analysen durchführen. Oder man will zum Beispiel Funktionen erkennen in Binary, was auch nicht immer trivial ist, weil moderne Compiler sehr viel optimieren und zum Teil Code wiederverwenden in verschiedenen Funktionen. Und der letzte Ansatz ist der symbolische, der im Endeffekt die Binary simuliert. Nicht auf der echten Hardware selbst und nicht auf dem System selbst, sondern in einer virtuellen Umgebung. Jeder dieser Ansätze hat einzelne Stärken und Schwächen und ich erzähle euch erstmal etwas zur statischen Programmanalyse, weil das die üblichste ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel Malware analysiert, kann man die nicht einfach auf seinem System ausführen oder debuggen, weil man dann eventuell sein System infiziert. Der erste Schritt ist meistens, dass man den Maschinencode disassembled, wenn man jetzt so eine 11 vor sich liegen hat und man versucht, Funktionen zu identifizieren und die Argumente und die Typen davon. Und das allein birgt schon einige Schwierigkeiten, weil es nicht immer eindeutig ist und nicht immer 100% durchführbar. Es kann zum Beispiel sein, dass es im Programmcode Daten gibt, zum Beispiel ein Jumptable, wo verschiedene Adressen im Programmcode selbst stehen, die dann vom Code analysiert werden. Und die generischen Ansätze zum Disassembly
gehen eigentlich nur durch die Sections durch und disassemblen Instruktionen nach Instruktionen, bis sie irgendwann entweder den Adressbereich verlassen haben oder scheitern. Was man danach macht, ist, man erstellt einen CFG, einen Control Flow Graph, und dieser Graph ist im Endeffekt eine Repräsentation des Programms. Dazu kommt gleich noch ein Bild, aber dieser CFG ist die Grundlage für die meisten komplexeren statischen Code-Analysen, mit denen man dann zum Beispiel die anfangs gestellten Fragen versucht zu beantworten, wie zum Beispiel, was passiert mit User-Input, wie werden sensitive Daten im Programm verwendet, und im Falle von Compilern, die auch ähnliche Analysen durchführen, ist dieser Code überhaupt erreichbar. Das hier ist so ein Beispiel von einem CFG. Man sieht hier Basic Blocks, so heißen die. Das sind Blöcke einzelner Instruktionen, die linear ablaufen. Das bedeutet, wenn ein Programm an dieser Stelle ist, führt es danach immer die nächste Instruktion aus. Und sie enden meistens mit einem Sprung. Das kann ein direkter Sprung sein einer fixen Adresse oder wie in diesem Fall ein Conditional Jump. Das bedeutet, basierend auf vorherigen Operationen wird entweder zu einer Adresse gesprungen oder eben dieser Sprung wird nicht genommen und an der anderen Stelle wird die Ausführung fortgesetzt. Es ist nicht immer möglich, perfekt CFGs wiederherzustellen, weil es zum Teil auch indirekte Sprünge gibt. Das heißt, man springt zum Beispiel zu dem Inhalt eines Registers. Und der Inhalt dieses Registers ist nicht immer statisch eindeutig herauszufinden. Das einfachste Beispiel wäre ein Programm, was zu einer vom Nutzer eingegebenen Adresse springt. Das ist statisch nicht hinreichend gut abschätzbar, was das alles sein kann. Dementsprechend versucht man hier mit einem Best Effort irgendwie möglichst gute Resultate zu bekommen, um diese Laufzeitwerte irgendwie abzubilden. Das können verschiedene Heuristiken sein, das kann im einfachen Fall auch sein, dass der Wert vorher berechnet wird und man dann eine Wert-Range hat, eine Value-Range, und man kann Traces ausführen, wo man dann die effektiven Ziele beobachten kann, und mit verschiedenen Inputs lassen sich vielleicht verschiedene Targets triggern. Aber ja, komplett lösbar ist es nicht, und wenn man das lang genug bearbeitet, fällt dann irgendwann das Halteproblem bei raus. Und jetzt möchte man, wenn man ein Analyse-Tool baut, im Idealfall möglichst viele Architekturen unterstützen. Weil so eine CFG-Analyse ist jetzt im Endeffekt relativ unabhängig von den zugrunde liegenden Instruktionen. Das heißt, ein indirekter Sprung auf x86 verhält sich relativ ähnlich wie einer auf ARM oder AVR oder MIPS. Und damit man jetzt in seinem Analyse-Tool nicht alles immer neu implementieren muss oder seinen Code immer wieder kopieren muss, werden häufig sogenannte Intermediate Representations verwendet. Eine Intermediate Representation ist eine Transformation von dem nativen Maschinencode auf eine gemeinsame Zwischenrepräsentation. Und dann schreibt man seinen Analysecode für die Intermediate Representation und kann sehr leicht ein breites Spektrum an verschiedenen Architekturen behandeln. Hier ist jetzt ein kleines Beispiel. Dort oben sieht man zwei Assembly Instructions, einmal auf x86 und einmal auf ARM, und darunter jeweils die Intermediate Representation von dieser Instruktion. Und man sieht jetzt, dass die einzelnen Semantiken von einer Instruktion hier einfach abgebildet werden auf einer generischen Harvard-Architektur, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man jetzt also so Programmanalyse betreiben möchte, kann man das sehr gut auf diesem Intermediate Representation-Format machen, gerade wenn man automatisierte Programmanalyse betreiben möchte. Das heißt, wenn man jetzt nicht einzelne Binaries immer neu analysieren möchte, sondern wenn man automatisiert Dinge herausfinden möchte. Der große Block, um den es heute gehen soll, ist Symbolic Execution. Das jetzt davor war ein bisschen Hintergrundwissen, was wir dann noch aufgreifen werden. Und die Slides, die jetzt kommen, dieses Beispiel haben wir übernommen mit Erlaubnis von den Enger-Entwicklern selber, weil die das sehr gut aufarbeiten und das Prinzip verdeutlichen. Wir sehen hier ein Beispiel Quelltext, der relativ simpel ist. Wir haben User-Input,
der als Integer interpretiert wird. Und wenn dieser Wert größer gleich 10 ist, dann gehen wir in diesen Block. Wenn er kleiner als 100 ist, printen wir you win. Und in den beiden else-Fällen printen wir you lose auf die Konsole. So, und wie Symbolic Execution jetzt funktioniert, ist, man führt dieses Programm symbolisch aus mit einem Start-State. Man weiß jetzt nicht, was x ist. X ist eine Variable, weil der User-Input kann ja beliebiges sein im Zweifelsfall. Und unsere symbolische Ausführung steppt das Programm durch, die einzelnen Instruktionen. Und wenn es eben auf eine solche Branching-Instruction trifft, folgt es beiden Zweigen. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Folgezustände in unserem Programm. Einmal den Zustand, wo wir in diesen if-Block reingehen. Das bedeutet also, dass unsere Variable x in diesem Fall hier größer gleich 10 ist. Und im else-Fall, dass sie eben kleiner 10 ist. Das Gleiche wiederholen wir hier nochmal und sammeln die Constraints, also die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit wir an einem bestimmten Punkt im Programm ankommen. In diesem Fall wissen wir zum Beispiel, wir wollen an der Stelle you win ankommen. Und wenn unsere symbolische Ausführung einen State dahin findet, dann haben wir diesen Zustand mit dieser Variable x und den Bedingungen, dass x größer gleich 10 ist und kleiner 100. So, das bringt uns jetzt für sich alleinstehend erstmal nicht so viel. Wir wollen ja im Zweifelsfall auch einen konkreten Wert wissen. So, was müssen wir unserem Programm füttern, dass wir da reinkommen? Und in diesem Beispiel wäre das zum Beispiel 99. Aber bei größeren Programmen mit sehr viel mehr Code und sehr viel größeren Daten ist das nicht so trivial. Und um dieses Problem zu lösen, verwendet man SMT-Solver, also Constraint-Based Solving, was im Endeffekt ein einzelnes großes Thema ist, was diesen Talk so ein bisschen sprengen würde, aber ein NP-vollständiges Problem, was basierend auf diesen Variablen und den Constraints, also den Bedingungen, konkrete Werte finden soll oder halt die bewiesene Aussage, dass es nicht möglich ist, einen konkreten Wert zu finden, der alle Constraints erfüllt. Und das waren die theoretischen Hintergründe. Und diese ganzen Komponenten, die wir jetzt alle so ein bisschen erwähnt haben, sind in dem Anger-Framework implementiert und umgesetzt. Es gibt Binary-Loader für die meisten Formate, ähnlich wie zum Beispiel ein Betriebssystem immer einen Loader hat für die Executable-Files oder andere generische Disassembler. Es gibt Intermediate-Representation, sie nutzt eine Intermediate-Representation, die für viele verschiedene Architekturen funktioniert. Und es gibt eine generische Abstraktion von diesen SMT-Solvern. Im Fall von Anger sind es jetzt CLE als rekursive Abkürzung für CLE Loads Everything, PyVex und ClaryPy. Und ja, Anger an sich hat sehr, sehr viele Funktionen. Es entstand so ein bisschen als Forschungsprojekt und die Forschungsgruppe in der UC Santa Barbara implementiert alle ihre Paper und ihre Analysen eben in diesem Framework. Dementsprechend ist es ziemlich mächtig und kann einen zu Beginn erstmal überfordern. Aber so diese ganzen verschiedenen Elemente, die man irgendwie braucht und diese Analysen, die man gerne ausführen möchte, sind hier schon gut bis sehr gut implementiert. ClaryPy, was ich vorhin erwähnt hatte, ist diese Abstraktion über SMT-Solver. Die ist wie ganz Anger in Python implementiert und es ist sehr einfach, das zu benutzen. Wie man hier sieht, man hat dieses Modul, man hat einen Solver, man kann Variablen mit einer Bitlänge angeben, man kann Constraints hinzufügen und dem Solver sagen, man möchte bitte up to 10 Werte, die diese Constraints erfüllen. Und wenn man eben Constraints hinzufügt, die nicht erfüllbar sind, dann gibt er einem den Error zurück, dass das nicht unsat ist, also nicht erfüllbar. CLE hatte ich erwähnt. Binary Loader sind nochmal ein eigenes komplexes Thema. Aber wenn man das alles zusammenwirft, hat man eine sehr umfassende High-Level-Abstraktion von diesem Prinzip, Binaries zu analysieren. Man kann ein File laden, man kann CFGs in einer Zeile erstellen lassen, man bekommt Listen über die Funktionen, man kann ihm mittels Symbolic Execution sagen, ich möchte einen State, der beim Programm Entry Point liegt und man möchte das jetzt irgendwie ausführen und bitte einen State haben, der hier bei dieser Accepted-Funktion ankommt. Und wenn man den gefunden hat, kann man den
Solver, der dahinter steht, fragen, was ist denn so ein Input, dass ich an dieser Stelle rauskomme? Und in dem Fall ist es halt ein Haufen Nullbytes und dann so sneaky. Und das sind jetzt in dem Fall 8 Zeilen Python gewesen. Im Vergleich zu anderen Tools, die Binary Analysis machen, ist es sehr leicht, sehr schnell Prototypen für Probleme zu implementieren. Und ja, das war ziemlich viel, ziemlich schnell, aber wir denken, dass es notwendig ist, um so ein bisschen ein gröberes Verständnis zu haben von, wie das alles funktioniert und wie es zusammenhängt und warum es kann, was es kann. Und Komasa wird euch jetzt ein bisschen erklären, wie wir Anger nutzen, was wir damit machen und was wir da gebaut haben mit unserem Plugin. Bitteschön. So, hier ist nochmal eine generelle Übersicht, was man damit alles machen kann. Sowas wie CFG-Analyse, Binary Diffing, Disassembly kennt man von den meisten Tools. Falls jemand schon mal was von irgendwie Slicing, Datenflussanalyse, Value Set Analysis gehört hat, ist das auch alles implementiert. Generell sollte man dazu sagen, dass Anger im Vergleich zu anderen Binary Analysis Frameworks sehr gut dokumentiert ist, im Sinne von, es ist überhaupt dokumentiert. Und da es Python-Code ist, ist es relativ gut lesbar. So heißen, wer sich dafür interessiert und das Gefühl hat, jetzt nach den Slides nicht alles genug verstanden zu haben, diese ganzen Entry Points, die es in dieses Framework reingibt, sind alle dokumentiert. Und es gibt auch nochmal eine generelle Top-Level-Doku, wie man überhaupt Anger verwenden will. Aber der eine konkrete Use Case, den wir vorstellen wollen, wo wir auch selber jetzt eine Erweiterung geschrieben haben, ist Symbolic Execution bzw. Symbolic Debugging. Und zwar war das große Problem, das wir irgendwann hatten, dass man zwar mit Anger sehr gut generell automatisieren kann und damit auch komplett autonome Analyse-Frameworks schreiben können, die dann irgendwie den dritten Platz bei der DARPA-Challenge gewinnen. Man aber ab und zu, vor allem bei CTFs, viel simplere Probleme hat. Und nicht die Zeit hat, sich jetzt mehrere Wochen hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie man diesen Fall jetzt im Allgemeinen löst, sondern wie man jetzt ganz konkret mit dem einen Problem, was man hat, umgeht. Und was dabei Anger gefehlt hat, ist so das, was man eigentlich von einem typischen Debugger in GDB kennt. Also einer typischen Erweiterung für GDB. Wer das normale GDB mal verwendet hat auf eine Binary ohne Source, weiß, ihr kriegt da eine Kommandozeile und ihr wisst nicht mal, was ihr damit machen könnt. Anger hat im Grunde das gleiche Problem am Anfang. Und so wie es bei GDB der Erweiterung gibt wie PwnDebug und GDBPedia, die einem so eine View geben, wie ihr hier auf der rechten Seite so grob erkennen könnt, das hat der Beamer jetzt ein bisschen sehr runterskaliert. Für die Leute, die noch nie mit GDB, PEDA oder PwnDebug gearbeitet haben, das ist im Grunde einfach eine Übersicht nur über, was in den aktuellen Registern überhaupt drin ist. Das schaut nach, was sich hinter diesen Registerwerten im Speicher befindet. Zum Beispiel, wenn das eine Speicheradresse ist, der String, der da hinten dran liegt. Der aktuelle Block an Assembly Instructions, der ausgeführt wird. Eventuell sogar noch der nächste Block, wenn GDB das schon durch Emulation rausfinden kann. Der aktuelle Stack und der Backtrace. Und die Idee war, dass wir sowas eben auch einfach für Anger implementieren, dass man vor allem, wenn man mit dem Framework noch nicht so viel gearbeitet hat, da irgendwie relativ schnell reinfindet und sich überhaupt vorstellen kann, wie es ist, durch ein Programm durchzulaufen, ohne dass eventuell irgendwelche Werte überhaupt konkret sind. Also, dass es einfach irgendwo plötzlich in so einem Register eine Variable stehen kann und man trotzdem das Ganze ausführen kann. Es gibt an sich ein Qt-Frontend für Anger, das nennt sich Anger Management. Das hat das Problem, dass es, naja, man kann keine Paper drüber schreiben, entsprechend wird es nicht so stark maintained, beziehungsweise halt nur in der Zeit, die sie noch übrig haben. Und es integriert vor allem nicht in irgendwie mächtigere Tools wie IDA und Binary Ninja. Sowohl IDA und Binary Ninja bringen ja eine Python-Shell mit, beziehungsweise eine IPython-Shell, wo es dann eben möglich ist, dass man sozusagen irgendwie Dinge, die man in IDA oder sowas analysieren will, in Anger rüberschiebt in diese Python-Shell, dort Analysen macht und das Ganze zurück in IDA wieder schreiben kann. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel überhaupt herauszufinden, ob in irgendeiner Malware bestimmte Pfade überhaupt erreichbar sind. Weil eventuell ist irgendeine Bedingung, um einen Block zu erreichen, unsatisfiable laut Anger. Und dann kann man zum Beispiel das direkt wieder zurück in IDA schreiben und den Block aus dem CFG entfernen. Da IDA nur statische Analyse macht, kann es das eventuell einfach gar nicht sehen. Und das zweite Problem, das man dabei hat, ist, naja, man hat jetzt die Möglichkeit, dass bei irgendeinem Jump im Programm es plötzlich zwei mögliche neue Folgezustände gibt.
Und generell muss man jetzt irgendwie sich für einen davon entscheiden, welchen man jetzt weiterverfolgt. Das große Problem bei Anger ist noch, dass es in Python geschrieben ist. Das heißt, man kann nicht einfach mal 8 der 9 Zustände gleichzeitig verfolgen, weil es gibt kein Multithreading, dank dem Global Lock. Das heißt, man muss bei jedem Fork sozusagen Prioritäten setzen, welchen Zustand man sich als nächstes anschaut, damit man nicht irgendwie in einer Endlosschleife oder ähnlichem drängen bleibt. Anger selbst implementiert es über sogenannte Exploration Techniques. Das sind einfach nur kleine Python-Klassen, die sozusagen die Entscheidung treffen, wenn es mehrere mögliche Folgestates gibt, welcher davon priorisiert wird. Da hat man aber jetzt wieder das Problem, angenommen, man hat irgendeine neue Binary und man hat jetzt nicht die Zeit oder nicht wirklich den Nutzen davon, jetzt eine generelle Technik dafür zu schreiben, wie man das erkunden würde, sondern will das interaktiv machen. Das geht prinzipiell, würde aber, oder hat, bevor wir dieses Plugin geschrieben haben, halt sehr viel Handarbeit erfordert. Man musste halt dann plötzlich diese Zustände manuell irgendwie verschieben und als nicht interessant deklarieren und dann andere weiterverfolgen. Deswegen war die Idee, dass wir irgendein kleines Shell-ähnliches Frontend haben wollen, mit dem man wie in GDB im Grunde schnell durchsteppen kann. Also solche Sachen wie Run, im Sinne von, man führt es aus bis zu einer bestimmten Bedingung, zum Beispiel einem Breakpoint oder in unserem Fall einen State Fork, oder man will einzelne Instruktionen nacheinander durchsteppen oder eben komplette Basic Blocks. Und um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, haben wir eine Demo vorbereitet. Und zwar geht es um die Morph Challenge vom 34C3 CTF. Das war das CTF, das beim letzten Kongress veranstaltet wurde. Die reguläre Version, nicht die Junior-Version. Das ist also eine Challenge aus einem offiziellen DEFCON-Qualifier, die sich relativ gut damit lösen lässt. Vorausgesetzt, man hat irgendwie mal diesen ganzen Boilerplate-Code geschrieben, der einem das schnell erlaubt. Und zwar, ja, so kann man das halbwegs lesen. Wahrscheinlich nicht so gut. Ja, besser. So. Ich habe das Skript schon mal ein bisschen vorbereitet. So, das ist jetzt viel Boilerplate-Code dabei. Man muss halt erstmal die ganzen Module importieren. Aktuell sind die Plugins, die wir geschrieben haben, noch nicht Teil von dem Mainline-Anger-Projekt. Daher die ganzen extra Imports. Aber vom Prinzip, warte, das funktioniert doch so. Man setzt sich erstmal ein Projekt auf. Das heißt einfach, man schaut sich jetzt eine Binary an. Das hat jetzt verschiedene Optionen, wo die in den Speicher geladen werden soll. Das hat jetzt noch das Problem, dass der Code sich zur Laufzeit selber modifiziert. Das verwirrt eventuell nochmal irgendwie das Analyse-Framework, weil es annimmt, dass wenn da mal ein bestimmter Bytecode lag, der da immer liegen wird. Man generiert sich einen CFG. Und hier kommt der eigentlich interessante Teil. Das Programm nimmt den Input als Kommandozeilen-Parameter, also einfach als argv. Und es war bekannt, dass jetzt dieses Kommandozeilenparameter die Flagge ist, die man am Ende finden soll. Also was man macht, ist, man setzt die einfach auf so einen Bitvektor von 17, also 0x17 Zeichen lang. Das Ganze ist in Bit, also mal 8, damit wir auf Bytes sind. Und setzt dann einfach irgendwie den State auf. Und zwar wollen wir den Zustand, jetzt wurde das Programm gerade aufgerufen. Das ist nicht wichtig. Wir registrieren uns unser Plugin. Wir hooken die Random-Funktion, damit das Ganze nicht unnötig kompliziert wird. Das hat in dem Fall nur die Reihenfolge der Checks geändert. Das lässt sich mit Anger auch entsprechend leicht überschreiben. Man kann einfach sagen, dass statt der eigentlichen libc-random-Funktion eine Python-Funktion ausgeführt wird, die direkt den Programmzustand manipuliert und zum Beispiel in dem Fall das Rückgaberegister einfach auf 0 setzt. Die Hooks werden gesetzt. Man startet den Simulation-Manager, der die eigentliche Interaktion macht. Und der eigentliche Teil, den wir hier unten haben, ist diese interaktive Shell. Die kann man jetzt starten. Das lädt ein wenig. Genau. Und ja, jetzt hat man diese GDB-ähnliche Ansicht. Und wie man das sehen kann, diese Werte hier oben sind zum Beispiel jetzt uninitialisiert. Anger hat keinerlei Informationen, was die sein könnten. Die wurden nicht definiert beim Aufsetzen. Aber wir können das Programm jetzt trotzdem ausführen und dann schauen, ob am Ende überhaupt irgendwelche Daten davon abhängen. In der Mitte hier ist entsprechend der Code, der ausgeführt wird und unten der Stack. Was wir mit Anger jetzt machen können, ist regulär steppen, wie man das in GDB kennen würde. Das führt jetzt basic-blockweise aus aktuell,
weil das die Standardeinheit ist, da es relativ wenig Sinn gibt, einzelne Instruktionen auszuführen, da man immer weiß, wenn die eine Instruktion ausgeführt wird, läuft das bis zum Ende des Basic-Blocks auch noch durch. Aber der große Vorteil ist, man kann jetzt sagen Run und das Programm wird jetzt sozusagen ausgeführt bis zum ersten Zeitpunkt, wo sich das Programmverhalten irgendwie ändert auf Werten, die wir jetzt nicht konkret gesetzt haben. In dem Fall ist es der Rückgabewert von String Length, das auf dem Argument, das wir reingegeben haben, arbeitet. Da ist die tatsächliche String Length Procedure jetzt einfach nicht implementiert und das heißt jetzt einfach, es gibt jetzt einen Folgepfad, bei dem es eine fixe Länge haben muss und einen Folgepfad, wenn es irgendeine andere Länge hat. Soll heißen, der interessante Pfad ist wahrscheinlich der, bei dem es eine ganz bestimmte Eigenschaft haben soll. Das kann man jetzt einfach auswählen. Wir wählen also den nullten State aus und machen jetzt nur mit dem weiter und haben jetzt wieder ein reguläres Debugging-Interface. Das kann man jetzt einfach wieder weiter ausführen. Das braucht ein wenig, weil es ist halt am Ende doch leider nur Python. Genau. Und jetzt sind wir beim ersten Check, wo irgendwie eine Bedingung an unseren Nutzer-Input gestellt wird. Entweder, dass eine Stelle des Nutzerinputs genau ein bestimmtes Zeichen sein soll oder irgendwas anderes. Wobei wieder gilt, der interessante Zustand ist wahrscheinlich, wo geprüft wird, ob es genau ein bestimmtes ASCII-Zeichen ist. Und das kann man jetzt einfach fortsetzen. Wir landen jetzt immer wieder bei solchen sozusagen Abzweigungen im Programmverlauf und wählen uns immer den, der irgendwie jetzt für einen Menschen interessanter wirkt, ohne dass wir formalisieren müssen, was ein interessanter Folgezustand ist und dann nochmal eine komplette Python-Klasse dafür schreiben müssen. Das steppt man jetzt eine Weile durch. Man sollte zwischendurch immer darauf achten, dass nicht eventuell irgendwie ein anderer Folgezustand interessanter ist. In dem Fall kennen wir die Binary schon. Aber es ist halt offensichtlich zu erkennen, von welchen Variablen überhaupt so diese Zustandsänderung jetzt abhängt. In dem Fall weiß man, es ist nur der Nutzerinput, der den Programmverlauf verändert und nichts anderes. Also auch zum Beispiel nichts anderes, was wir irgendwie vergessen haben, korrekt zu modellieren. Weil die Sachen, die wir nicht modelliert haben, wären ja uninitialisierte Werte, beziehungsweise generell symbolische Werte. So, das läuft bis zum Ende durch. Der letzte aktive Programmzustand, den wir hatten, ist jetzt terminiert. Das heißt, man kann diese kleine Shell jetzt wieder verlassen und ist jetzt wieder regulär in einer IPython-Shell, in der man seine beliebigen Python-Programme haben kann. Genau, das ist jetzt normale Interaktion mit Anger. Dieser Simulation Manager hat einfach eine bestimmte Menge an Zuständen, zum Beispiel die aktuell aktiven Zustände, irgendwelche Zustände, die Fehler geworfen haben oder Zustände, die einfach regulär terminiert sind. Und zwar diese Dead-End-Zustände, davon gibt es nur einen, das ist jetzt der, der uns interessiert. Den können wir uns wieder genau anschauen. Da sieht man, der ist einfach zurück zur libc-start-main gesprungen, das ist eine reguläre Programmendung. Was man jetzt machen kann, ist, wir wissen, dass unser argv1 unser interessanter Zustand war. Das soll heißen, man kann auf den Solver zugreifen und sozusagen einfach nur noch fragen, was denn jetzt ein möglicher Inputwert für dieses argv wäre, dass es möglich machen würde, in diesen Zustand zu kommen, in dem wir am Ende waren. Und da das ein String ist, wollen wir den direkt zum String casten. Der Request geht dann in den Solver und der Solver spuckt relativ schnell aus, dass es dieser Inputwert sein muss und das war die Flagge. Ja, das war die erste Demo. Das funktioniert noch bei komplexeren Programmen. Man kann sich eben alles irgendwie selber auswählen. Das wäre aber zum Beispiel auch relativ gut noch mit GDB gegangen. Man hätte auch durchsteppen können. Wir hatten damals das Problem, wir mussten jedes Mal das Programm neu starten, wenn wir wussten, was der nächste Flaggenchar ist, um mit dem Flaggenchar weiterzumachen. Aber prinzipiell ist das auch nur x86 und hätte man auch selbst machen können. Wo Anger auch noch sehr praktisch wird, ist, nehmen wir uns der Shell raus, wenn wir uns unbekannte, da brauche ich einen anderen, wenn wir uns irgendwelche Architekturen anschauen wollen, die wir nicht so einfach ausführen können. Ich weiß nicht, wer von euch ein funktionierendes Setup hat, um PowerPC-Binaries zu emulieren. Inklusive völlig veralteter Libraries, die ihr niemand mehr im Internet finden könnt. Ich habe es versucht. Und was man dabei nämlich auch noch demonstrieren kann, ist das Ganze mit Binary Ninja zu integrieren. Das jetzt von einer 4K auf diese Beamer-Skalierung natürlich völlig kaputt geht. Machen wir das mal neu. Ja, so. Und jetzt können wir
Jupiter. So. Das ist jetzt nichts anderes als eine IPython-Shell, die gleichzeitig noch auf die API von Binary Ninja zugreifen kann. Ja, passt. Die Demo geht schnell. Was wir jetzt machen können, ist, wir haben einfach wieder ein anderes Setup-Script. Funktioniert ähnlich wie das andere. Ja, natürlich. Dass man überhaupt diese Shell haben kann in Binary Ninja, ist nochmal ein anderes Plugin, das ich erstmal schreiben musste. Das war kein offizielles Feature. So, jetzt funktioniert das. Und was wir jetzt vor allem noch haben, ist, abgesehen davon, dass wir sozusagen jetzt überhaupt mal auf einer Binary arbeiten können, die auf PowerPC normalerweise laufen würde, ist, dass zum Beispiel, wenn wir da durchsteppen, hat das? Hat sich der Binary Ninja Output oben gerade entsprechend geändert? Genau. Dass durch eine kleine Callback-Klasse sozusagen jegliche Änderungen im Zustand, die in Anger passiert sind, zum Beispiel die aktuelle Programmposition, direkt in Binary Ninja reingeladen werden und der Cursor einfach dorthin springt. Dass man nicht das Problem hat, dass man den Überblick verliert, wo im Programm man ist. Das Gleiche könnte man auch in die andere Richtung machen, dass zum Beispiel, wenn man schon irgendwie Funktionen in Binary Ninja umbenannt hat oder irgendwelche Analyseergebnisse hat, die zurück in Anger füttert, um dort den Output irgendwie sinnvoller zu machen. Dass man zum Beispiel dann hier die Funktionsnamen aus Binary Ninja direkt angezeigt bekommt. Ja, da kann man jetzt wieder einfach irgendwie durchlaufen, sich mal anschauen, wie sich das Programm überhaupt verhält, wenn man zum Beispiel keine PowerPC-Instructions lesen kann. Und sich dann auch hier jetzt wieder den Programmverlauf unabhängig von irgendeinem konkreten Input anschauen kann, sondern einfach sozusagen nur alle möglichen Zustände. Ja. So. Genau, das war die zweite Demo. Insgesamt, Anger ist freie Software, liegt auf GitHub unter /Anger. Das ist ein komplettes Projekt mit eben vielen verschiedenen Komponenten. Der Code für das Plugin, das wir jetzt geschrieben haben, liegt unter fmargin Anger CLI. Das ist aktuell noch privat, das werde ich gleich veröffentlichen. Es ist halbwegs dokumentiert, also Beispiele gibt es. Viele der Slides, die wir jetzt hatten, die entsprechend annotiert waren, waren von den offiziellen Anger-Entwicklern, was nochmal deutlich Arbeit gespart hat und wir sehr dankbar dafür sind, dass wir die verwenden konnten. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Ganzen? Ja? Oh. Ja, genau. Die Frage war, ob wir bei dem zweiten Beispiel probiert hatten, ob wir, bei dem ersten Beispiel probiert hatten, einfach alle möglichen Pfade durchzulaufen, beziehungsweise die Anger Exploration Techniques das übernehmen zu lassen. Prinzipiell würde das bei dem Beispiel funktionieren, da bei dem alle Pfade, die nicht korrekt sind, relativ schnell terminieren. Man hat aber oft einfach Programme, die zum Beispiel erst ganz am Ende prüfen, ob jetzt alle bisherigen Entscheidungen korrekt waren und dann irgendwelche Checks machen. Und das Problem hat, man hat halt bei jedem dieser Punkte zwei mögliche neue Folgezustände. Und entsprechend explodiert dann, das nennt sich eben State Explosion, die einfach der mögliche Zustandsraum und irgendwann ist eventuell einfach schlichtweg dein RAM alle. Oder es gibt einfach nicht Sinn, diese Zustände weiter zu verfolgen. Das kann man wieder mit Exploration Techniques abfangen. Wenn man sich die Binary vorher angeschaut hat, muss man die halt wieder extra schreiben. Aber meistens sieht man das halt auch eventuell einfach am Programmverlauf und kann deswegen diesen Zustand gezielt verfolgen. Ja, weitere Fragen? Ja? Die Frage war, was so die Ziele bei Binary Analysis im Allgemeinen sind und konkret Malware. Ein Anwendungsfall, den wir vor kurzem hatten, war auch beim Flareon-CTF, wo man auch irgendwie mit Malware arbeitet, war, dass Malware zum Beispiel oft String Decryption irgendwie at Runtime macht. Und man kann jetzt die Binary komplett irgendwie ausführen, aber dann hat die eventuell irgendwie etliche Debugger-Checks drin vorher oder läuft gar nicht, wenn sie merkt, dass sie im Analyse-Environment ist. Der Vorteil bei Anger ist, dass man das Analyse-Environment komplett kontrolliert, da man es ja nur emuliert und man jetzt irgendwie jegliche WinAPI-Calls entsprechend irgendwie das Richtige zurückgeben lassen kann. Beziehungsweise man kann sich überhaupt anschauen, was die Binary überhaupt prüft.
Man kann zum Beispiel sehen, dass es sich aus irgendeinem Grund entscheidet, je nachdem, was der Rückgabewert von irgendeiner WinAPI-Funktion ist, jetzt sich verschieden zu verhalten, und man kann beide Zustände verfolgen. Was mit dem String Decryption praktisch war, Anger hat auch ein Foreign Function Interface, dass man sozusagen aus einem Programm eine beliebige Funktion in Python rein importieren kann und zum Beispiel nur diese Funktion ausführen, ohne sich um den restlichen Programmzustand zu kümmern. Den lässt man einfach wieder uninitialisiert und sieht dann offensichtlich, inwieweit der überhaupt davon abhängt. Es kann also sein, dass irgendeine Funktion, in dem Fall war das eine, die Strings decrypted und dann Web-Requests macht, unabhängig ist von dem ganzen anderen Kram, die kannst du einfach nur ausführen und man fängt dann einfach den Request selbst ab. Was jetzt irgendwie in IDA nicht ohne weiteres gehen würde, da man nicht auf einem echten CPU das ausführen kann, da eventuell Speicher nicht gemappt ist. Und unabhängig von Malware-Analyse, Anwendungsfälle, naja, Vulnerability-Research, man kann mit dem Ganzen auch modellieren, ob man irgendwie, wenn man einen Exploit korrekt beschreibt, kann man zum Beispiel auch prüfen, ob man irgendwie in einen Zustand kommt, in dem man zum Beispiel den Instruction-Pointer überschreiben würde und dann den SMT-Solver fragen, was denn ein Input wäre, der dieses Programm in diesen Zustand bringt. Das wurde bei der DARPA Cyber Grand Challenge, bei der das Framework auch verwendet wurde, und eben den dritten Platz im Grunde bekommen hat, auch verwendet. Das ist ein komplett anderer Teil, auf den wir jetzt nicht eingehen. Also es gibt auch eine Komponente, die nennt sich ngrob, die generiert dann eben über so semantische Analyse und SMT-Solver automatisch ROP-Chains, die einen Startzustand nehmen und dann sozusagen eine Lösung suchen, um in den Folgezustand zu kommen, damit man jetzt System-Bin-Dash aufruft. Ja. Ich glaube, wir sind dann soweit am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht uns persönlich an. Wir werden wahrscheinlich im CTF-Bereich irgendwie rumsitzen. Spielt das CTF, das ist sehr gut. Wir haben da sehr viel Zeit drauf geworfen. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch eine schöne MMCD.